Seit circa 30 Jahren steht der heute besuchte Gasthof nun schon verlassen am Ufer der Weser. Im vergangenen Jahrhundert war das Gasthaus ein beliebtes Ausflugsziel, vor allem wegen seiner wunderschönen Anlage am Fluss und einer nach dem Zweiten Weltkrieg hinzugefügten Veranda mit toller Aussicht auf das Weserbergland. Nach einem Wechsel zu einer Nachbar in den 1980er Jahren und deren Schließung ein paar Jahre später wurde das einst hübsche Haus sich selbst überlassen. Am Ende des Videos zeige ich euch noch zwei Archivfotos, wie das Gasthaus vor circa 100 Jahren aussah. Jetzt schauen wir aber erstmal in die Gegenwart, wie das Gebäude denn heute aussieht. Hi, moin. Wir haben jetzt da eben am Ufer ein Picknick gemacht und jetzt ist hier hinten dran direkt ein verlassenes Haus, verlassener Gasthof, irgendwie sowas. Und hier eine Mini-Tour durch dieses stark verfallene Haus. Also wie gesagt, da hinten ist das Ufer und hier geht es jetzt irgendwie rein. Mal gucken, ob hier irgendwas Spannendes noch ist. Wow, das ist schon mal sehr runtergerockt. Ich gehe am besten mal hier so den Trampelpfad entlang. Ja, wie man sieht, ist hier nicht mehr viel zu gucken. Hier wurde alles durchwühlt und ist alles kaputt. Oder wurde kaputt gemacht, wie auch immer. Jetzt gehe ich mal ganz schnell hier so entlang weiter, in der Hoffnung, nicht gesehen zu werden von irgendwelchen Autos. Boah, gehe ich jetzt mal hier so hoch, weil da geht es nämlich hier rein. Okay, ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal zumindest im Haus drin. Den Keller sparen wir uns einfach mal ganz kurz, weil der ist eher unter Wasser, wie ich sehe. Also geht es direkt hier noch ein bisschen nach oben, soweit man das noch betreten kann überhaupt. Ich will nicht wissen, wie viel hier randaliert wurde. Also es ist auch schon sehr viel natürlich verfallen, aber auch ziemlich viel wurde hier rumgerissen. Oh, was ein Zustand. Ich weiß ja nicht, ob ich da hochgehen soll. Ich glaube nicht. Das erspare ich mir jetzt einfach mal, weil die Treppe ist schon teilweise durchgebrochen hier. Und alles kommt schon runter. Nee. Hier ist der erste Raum rechts. Also ich kann mir zwar nur sehr schwer vorstellen, wie es hier mal ausgesehen haben muss, aber ich denke mal, es war echt ganz, ganz hübsch. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich in diesem Haus sehr unsicher, weil alles so verfallen aussieht. Und ja, das ist der Raum, wo wir eben unten standen. Und hier werde ich auf jeden Fall keinen Fuß draufsetzen auf diese. Ja, auf diesen Wintergarten kann man sagen, weil da ist das Ufer. Boah, das muss mal so schön gewesen sein hier. Hammer. Aber nee, jetzt gehen wir wieder weiter ins Treppenhaus zurück und dann schaue ich da mal ganz kurz hier nach. So, zurück im Treppenhaus, Flur, wie auch immer. Jetzt geht's hier in den Raum. Boah, da kam echt alles runter. Also hier zu sein ist wirklich lebensgefährlich, sind wir mal ehrlich. Was ist hier hinten noch? Ich will gar nicht wissen, worauf ich da überhaupt laufe. Okay, what? Oh, das sieht cool aus. Was sind das hier für Sachen? Dieser Ort ist einfach sehr faszinierend, ey. Hier wurde doch mehr zurückgelassen, als ich dachte. Das ist gerade kein Spannung aufbauen oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur. Ich habe mich gerade so erschrocken. Ich dachte, da wären irgendwie.
dritte oder sowas. Ey, diese Geräusche hier. Boah, ich muss jetzt mal wieder raus. Hier ist noch dieser riesige Kasten. Was war das? Das ist... Hä? Also hier liegen ja Sachen rum. Also ich bin wieder mal sprachlos, dass hier doch so viel zurückgelassen wurde und so viel verfallen ist. Was war das mal? Wie so eine... Hä? Wie so eine Box zum Reinsetzen? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Was war das? Was ist das? Ey, dieser Ort ist richtig faszinierend. So ein Kühlschrank. Irgendwelche Türen. Hier ist überall Öl am Boden. Also komplett da ausgelaufen. So, ich habe schon gerade ein paar Fotos gemacht, die man hier unschwer erkennt. Aber jetzt gehe ich mal schnell weiter. Ich werde schon im Auto erwartet, aber jetzt muss ich hier irgendwie wieder rausfinden. Und ich glaube, da waren sogar noch mehr Räume an dieser Treppe, wo ich eben herkam. Ja, hier rechts. Da kamen wir rein und dann geht es hier noch entlang. Oh, gefühlt wackelt der ganze Boden hier. Ich weiß nicht. Hier ist noch ein altes Sofa. Okay. Aber auch hier die Decke schon am Durchkommen. Genauso wie hier. Und dann noch hier ein Raum. Da noch alte Schuhe. Ich glaub's ja kaum. Ich habe noch hier einen Brief gefunden von 1997. Hier liegen noch ganz viele Unterlagen. Also zwischen dem ganzen Abfall noch so einzelne Kontoüberweisungen, Auszüge, wie auch immer. Und dann, wenn man hier so weitergeht, da ist die Haustür zur Straße. Die ist komplett zu. Und dann ist hier noch ein Raum. Aber ja, das ist der Raum mit dem Sofa von der anderen Seite. Genau, aber hier ist auch nicht mehr so viel. Also von vorne wurde alles zugemacht, aber dann natürlich hinten alles aufgerissen. Ich glaube, viel mehr kann man hier nicht wirklich zeigen in diesem Ort. Es ist halt wirklich alles sehr, sehr, sehr stark verfallen. Und ja, auch randaliert und sowas. Also den Ort kann man, glaube ich, nicht mehr retten. Ich mache nur ein paar Fotos, dann gehe ich wieder raus, weil es mir echt so unsicher ist auf Dauer hier. Genau. Ich hatte gerade wieder komplette Panik, weil ich irgendwelche Schritte gehört hatte. Aber es waren doch nur irgendwelche anderen Geräusche. Nee, ich muss hier sofort raus. Da hinten kommt gerade noch ein Auto. Aber nach dem Auto gehe ich dann mal rein. Raus. Jetzt am besten. Hier nochmal der Blick. Jetzt gehe ich nach draußen. Okay, runter vom Grundstück. Das ist die Ansicht von außen. Ja, alles zu. Da haben wir eben gepicknickt. Dankeschön fürs Zuschauen. Das war der kleine Gasthof hier und ja, bis zum nächsten Video. Hier, wie versprochen, die alten Fotos des Gasthauses. Es ist nicht ganz klar, von wann diese Aufnahmen sind, aber auf jeden Fall wurde die eine vor und die andere nach dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen, da die Veranda hinten am Ufer noch fehlt bzw. dann vorhanden ist. Heute ist von den alten Strukturen noch etwas erkennbar, doch leider verfällt das Gebäude immer weiter. Ob diesem Haus ein Abriss droht oder ist es noch zu retten? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Danke euch fürs Mitkommen und bis zum nächsten Lost Place Video.